Welcome to Rockets Fan TV. Rockets Fan TV wird euch präsentiert von N3W. www.n3w.de. Herzlich willkommen wieder hier zu Rockets Fan TV. An meiner Seite darf ich recht herzlich den Arno Lörsch begrüßen. Arno, schön, dass du wieder mein Interviewpartner bist. Das hat sehr gerne. War schon wirklich lange nicht, ne? Und das ist wirklich ironiefrei. Also, wir haben ja schon lange kein Interview mit dir geführt. Kommen wir aber zu den Fragen, Arno. Ja. Heute, wie war es für dich? Saisoneröffnungsfeier 2023. Also ganz ehrlich, ich fand sie super. Wir haben, im Gegensatz zum letzten Jahr, haben wir ein fantastisches Wetter. Wir haben eine super Kulisse gehabt. So viele Leute waren da. Und ja, alle haben nur gestaunt und ich natürlich auch. Also ich fand es klasse. Ich denke auch, dass wir eine ziemlich gute Location aktuell haben. Und um hier ein bisschen auch Fankultur aufzubauen. Die Vorbereitung, es geht an die Vorbereitungsspiele, aber die Vorbereitung für dich, das heißt die Suche der Spieler, die Wünsche des Trainers nachkommen oder der Mannschaft, neigt sich dem Ende. Ist noch Platz im Team? Das ist so die erste Frage, die ich stellen würde. Ja, prinzipiell ist noch Platz im Team. Wir haben noch keinen 12. Stürmer verpflichtet. Es hat sich auch in den letzten Wochen nicht wirklich was aufgedrängt. Allerdings, jetzt beginnt bald die DL2, es beginnt bald die Oberliga, das heißt auch die Tryouts sind beendet. Die Probeverträge laufen aus. Wir werden den Markt im Auge behalten und gucken, werden da aber nicht vorschnell reagieren. Also wenn, dann muss die Personalie auch wirklich in den Kader passen und dem Kader auch nochmal eine Tiefe geben, keine Breite. Wir brauchen nochmal Tiefe. Also keine Notlösung für uns und schon auch gar keine Notlösung für den Spieler. Ne? Nein. Dass er sagt, lieber Dienst Limburg als gar nichts. Ja. So jemanden wollen wir dann ja auch nicht im Team haben. Nein, das ist auch nicht unser Bestreben, weil wir gucken natürlich jetzt schon, dass diese 12. Stürmerposition nochmal, also entweder bleibt die offen, bis sich was ergibt, oder zeitnah halt mit Qualität versetzt wird. Insgesamt, wie ist die Vorbereitung für dich gelaufen? Das war ja für dich, das Telefon hat ja nie stillgestanden. Ne? Du hast jetzt zwar mal auch deinen Urlaub natürlich gegönnt und der seid ihr auch gegönnt. Der hat sich hoffentlich erholt für dich. Aber insgesamt war das die stressigste Phase in der Saison oder sagst du, okay, für dich als sportlicher Leiter gibt es eigentlich nicht so diese Ruhephasen jetzt? Es geht auf dem Level weiter. Naja, weil das Team muss ja laufen, ne? Ja, das Team muss laufen, aber das ist ja letztendlich auch dem Coach sein Ding dann. Ich versuche natürlich über den Sommer hinweg die Wünsche vom Coach so zu erfüllen, wie er sie mir auf Deutsch gesagt vorgibt. Ja, mit den Personalien, ob das über Größe, Herkunft oder Spielverständnis oder was auch immer, was dazugehört, das so gut. Und dann muss ja irgendwann die abschließende Beurteilung, jo, das ist er, den nehmen wir. Das hat er ja auf der Bühne eben klar erwähnt. Aber ja, es war schon dieses Jahr sehr, sehr stressig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der Vorstand, ja, nochmal die drei Abgänge, ne? Es kamen natürlich die Abgänge dazu, die uns schon geschmerzt haben, aber da musst du nicht lange drüber weinen, da musst du reagieren. Und ich glaube, gerade mit dem Personal, dem Wegner und Krams, haben wir definitiv Ersatz geschaffen. Nicht nur Ersatz, sondern wenn ich Wegner, wie ich heute Morgen gesehen habe, da habe ich schon Spaß dran. Ja, also das sagt ja auch hier oder uns schon aufgefallen vom Medienteam, dass wir gesagt haben, das ist schon, der kommt gerade aus der DNL. Also schon, den Philipp kann ich jetzt nicht beurteilen, habe ich nicht so drauf geachtet, aber Nils ist auf jeden Fall aufgefallen. Ja. Definitiv aufgefallen, aber es gilt für alle anderen. Ich will da jetzt auch gar keinen weiter rausnehmen. Ich denke mal, dass diese Zeit deswegen so stressig ist, weil wir auch die Liga gewechselt haben. Darfst du nicht vergessen, wir müssen ja parallel, oder ich muss parallel, mich über die Bestimmungen der Beneleague schlau machen. Andere Durchführungsbestimmungen, neue Ligenstruktur, neue Vorgaben, die machen das sehr, sehr professionell. Man darf nicht vergessen, es ist die erste Liga in ihrem Land. Und wir sind in Anführungsstrichen aus der dritten Liga gekommen und hatten uns auf die vierte Liga vorbereitet. Also das ist schon eine Kluft, die jetzt geschlossen werden muss. Ne? Und das ist nicht so einfach. Der neue Vorstand ist im Amt, auch der muss sich freischwimmen. Solange es noch hell ist, morgen bin ich bei der Kellerin. Kennst du die? Ist nicht schlimm, wir nehmen doch auf. Kein Problem. Wir haben noch nie einen Flitzer gehabt. Das bitte so schneiden, bitte schneiden. Premiere. Fotobomb. Kein Problem. Fotobomb. Holger, danke schön. Wir machen einfach weiter. Der Moderator des heutigen Abends, der Holger, der kommt ursprünglich aus dem Basketballbereich, macht sein Ding hier super, kommt durch Connections mit Marco Litzinger. Ja, jetzt habe ich so ein ganz bisschen Fahren verloren. Letzten Endes aber bist du zufrieden, wie die Saison bis jetzt, die Vorbereitungsphase gelaufen ist. Du bist d'accord. Ja, es ist immer die Frage, der Zufriedenheitslevel
Der eine sagt jetzt, ja, ich bin zufrieden, der andere sagt, oh mein Gott, aber es ist ja keine Zeit zum Jammern, dafür ist ja die Zeit zwischen letztes Spiel und erstes Spiel viel zu kurz. Das denken ja viele nicht. Ne? Und ich glaube, so insgesamt muss ich schon sagen, dass ich zufrieden bin, aber ich bin auch ganz ehrlich, und da bin ich wirklich ganz ehrlich, ich bin froh, wenn die Vorbereitung rum ist. Weil es ist im Moment, wir reden nicht über Stress, sondern wir reden wirklich über extrem viel Arbeit. In allen Bereichen. Ja, und ja, aber wir haben die Spieler aufs Eis gekriegt, alle sind angezogen, alle freuen sich, haben eben ein gutes Bild abgegeben und das ist letztendlich der Lohn so ein bisschen dafür. Ja, wir werden das. Ich würde ja gerne mal irgendwann mit diesem Mysterium aufklären, was bei den Fans oder bei den Zuschauern manchmal so herrscht. Ne? So nach dem Motto, der Arno, der zieht los und dann guckt mal, was für Spiele da hat, dann bringt er die mit und der Trainer sagt dann ja oder nein. Das ist ja bei weitem nicht ganz so, ne? Aber ich habe jetzt eben das so verstanden, Arno, als würdest du irgendwann nochmal zu einer Folge Bandengeflüster kommen. Ne? Könnten wir sich noch mal. Das hat mir ganz ehrlich gesagt wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir können auch gerne in der Runde Bandengeflüster mal generell darüber reden, wie denn ein Spieler Nils Wegner aus Ingolstadt plötzlich in Diez landet. Das wäre eine super Sache. Ja. Da würde ich mich freuen und dann hoffe ich, dass der Björn auch wieder dabei sein wird, weil der einfach das ein bisschen besser macht. ja, an sich bin ich eigentlich soweit durch. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du mir die Antworten gegeben hast und freue mich wahnsinnig auf die Saison. In ein paar Tagen geht es ja los mit dem Spiel gegen Duisburg. Kommt die Eishalle, seid dabei. Vielen Dank, Arne. Da trinken wir gleich einen drauf. Ja. Rockets Fan TV wird unterstützt durch Limburger Sicherheitstechnik.